Das neue Voltkraft Digital Oszilloskop mit 100 MHz Bandbreite hat einen Multitouch-Screen eingebaut. Somit kann man sehr schnell zu den Details kommen, die man sonst langwierig mit den Knöpfen bedienen muss. Das kann man aber trotzdem tun. Der eingebaute Datenlocker funktioniert nicht nur für die komplette Oszilloskopenfunktion, sondern auch mit dem völlig elektrisch getrennten Multimeter. Und damit kann ich Langzeitmessungen im Labor machen, was sonst mit einem Handmultimeter gar nicht möglich ist. Von Voltkraft gibt es jetzt ein Multimeter speziell für Elektriker. Es hat einen besonders festen Stand, damit es auch bei unebenen Flächen nicht runterfällt. Sollte es dennoch mal passieren, ist kein Problem, denn dieses Multimeter ist stoßfest, wasserdicht und staubdicht. Die Displaybeleuchtung geht bei dunklen Situationen vollautomatisch an und bleibt an. Besonders praktisch ist der Messstrippenhalter, damit ich mit zwei Händen im Schaltschrank messen kann. Ja, insbesondere im industriellen Umfeld, wo einfach viel entwickelt wird, hilft ein 3D-Drucker einfach sowohl Zeit als auch Kosten zu sparen. Und genau deswegen haben wir vom Renkforce-Team unseren ERF 2000 nochmal neu entwickelt und vieles, was früher gut war, noch besser gemacht. Ja, wir haben am ERF 2000 extrem viele Details verbessert. Es wurden neue Hotends verbaut, die zuverlässiger funktionieren. Das Druckbett wurde verbessert und vergrößert, sodass der Drucker einfach extrem wartungsarm und präzise und zuverlässig funktioniert.